Mir gefällt gar nicht, wie Heinrich so herumschwankt. Wir werden wohl müde. Ich gehe mal lieber runter. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Kingdom Come Deliverance. Ich muss unbedingt dann gleich nochmal nach dem Schädel gucken. Das lässt mir irgendwie keine Ruhe da im Wasser. Wo ich ihn einfach vermute. Wo soll er sonst hin sein? Aber jetzt sind wir erstmal hier. Das ist wirklich ganz schön weit oben da oben. Das war die Kiste. So Leitern runterrutschen, wie das in den meisten Spielen ist, geht bei Heinrich nicht. Er macht das wirklich Stufe für Stufe, ist aber auch sicherer. Ein leicht verstauchter Fuß am Hang, der reicht mir schon. Und Heinrich bestimmt auch. Ist hier vielleicht der Schädel versteckt? Hier sah das vorhin komisch aus, als wir hier hoch wollten. Roter Stein. Da ist eine Wache drin. Unfallstelle. Hi. Macht er jetzt auf die Kiste oder wie? Witzbold. Wir dürfen hier runter. Leiter benutzen, aber nicht beschmutzen. Dabei wieder knacken, genau. Können uns mal wieder waschen. Vielleicht werden wir dann etwas munterer. Ah, nicht wirklich. Hier sollte man mal die Fackel anmachen. Ich lass es mal lieber. Ich habe das Kleinviehzeug jetzt nicht so bitter nötig, deswegen. Solange wir hier einen Auftrag haben, auf jeden Fall nein. Dann gehe ich mal die Leiter runter. Können wir die auch nochmal runtergehen? Also vorwärts? Offenbar nein. Blut oder wie? Eingetrocknet. Hier ist der Stein auf ihn gestürzt. Man sieht noch die Flecken. Kommen wir hier wieder raus? Ja, da kann ich dann gleich mal nach dem Schädel gucken. Was wollen wir hier unten, ist die Frage, ne? Schale aus der Höhle. Was wollen wir denn damit? Hoffentlich wird das nicht als Diebstahl angesehen. Da stand jetzt bloß aufheben. So, Hinweise gefunden. Ich weiß zwar gerade nicht, was mir das bringen soll. Hier war bloß die... Da kommen Kirschentöne raus. Au. Am Fuß. Nee. Wird er gerne nochmal... Ach, hier geht's hier nicht... Ja, geht's gar nicht zwingend rein. Ich wollte nochmal ein Stück weiter oben, da wo der Stein runtergeplumpst ist. Tap, tap, tap. Recht aufrecht gehen, damit wir es auch hier hoch schaffen. Na, eins noch. Hier oben drauf können wir nicht dabei. Nicht wirklich. Der scheint sich auch wieder beruhigt zu haben. Schubkarre. Tja, das war's hier, oder wie? Was sollen wir mit der Schale anfangen können? Kommen wir rauf. Die machen einen Lärm da drin. Jetzt haben sie aufgehört. Ich beschwere mich schon fast, dass es so lärmt. Wir bluten. Mist. Ey.
Ich habe echt ein Talent gerade dafür. Blutung, was macht die? Sie blutet. Du blutest. Wenn du deine Wunden nicht mit Verbandszeug versorgst, wird sich deine Gesundheit langsam verringern, bis du stirbst. Da du jedoch über die Spezialisierung dickes Blut verfügst, geht dies langsamer vonstatten. Die Blutung stillt sich aber dennoch nicht von selbst. Und der Fuß ist im Arsch, verletztes rechtes und linkes Bein. Wir können gar nicht mehr laufen. Beide Beine gebrochen. Inventar. V wie Verband, da mache ich's mir kurz. Wie viel haben wir denn davon? 6. Achso, für beide? Ja, bloß eine Blutung. Das rechte Bein ist schlimmer dran. Was bedeutet denn die 1 da? Eine Blutung? Das ist noch so sehr intakt, oder? Würde ich mal jetzt annehmen. Die Blutung blutet noch. Toll. 1 heißt in Ordnung, oder wie? Ah. Immer noch leichter Bluttropfen. Ich brauche ein paar mehr Verbände. Eieiei. Wir sterben hier noch. Ich will ja trotzdem nochmal hoch. Ich glaube, Schädel suchen ist vielleicht doch etwas einfacher. Man kann da rüber. Kann auch hier rüber. Hat hier irgendjemand einen Stein runtergetreten? Deswegen wollte ich hier hoch. Ach du Kacke. Vorsicht. Hätten wir es denn abgeschlossen? Suche nach Hinweisen, noch keinen entsprechenden Hinweis gefunden. Vorsicht. Jetzt weiß ich schon mal, dass ich da mehrere Verbände brauche. Nicht bloß für eine Blutung ein, nein. Mehrere. Das war wieder die blöde Tür, ne? Nee. Das muss der Stein sein, der ihn getroffen hat. Ich nehme ein Stück mit. Vielleicht weiß jemand mehr. Ach, der da. Tja. Hinweis gefunden. Na dann, nochmal runter zum Wasser. Auf die Füße achten. Ergründe die Herkunft des schlechten Steins. Also meine Vermutung ist, es muss irgendwo im Wasser sein. Ich gucke einfach nochmal besser am Rand nach. Das kann doch nicht wahr sein. Wir müssen uns hier beide Beine amputieren lassen und... Hey, wir können wieder halbwegs ran. Mit schlechteren Beinen und Füßen. Und ich finde diesen blöden Schädel nicht. Ey. Der ist doch verhext, der Stein. So, wo fängt's nochmal an? Hier. Hinhocken und genau gucken. Wenn ich hier am Rand nichts finde, gehe ich mal ein Stück weiter rein. Ah, ich glaub's nicht. Seht ihr da was? Das ist der Dämonenschädel. Da steckt irgendwas drin, das Metall. Sieht echt aus, aber ich bin kein Experte. Oh. Suche einen Ort. Weggeworfen, ja, haben wir. So, halt schnell raus. Müdigkeit geht noch. Sonne geht so langsam unter. Zum Schinder. Hoffentlich schändet er den Schädel nicht. Aber hey, ich habe was geschafft, was ich letzte Folge nicht geschafft habe. Ach du Kacke. Sieht da schlecht aus. Ich würde gerne die Schale wieder hinstellen. Ich könnte sie einfach fallen lassen. Wo ist denn der Schinder? Was ist das denn? Ein interessanter Ort. So, so. Da unten. Wie sieht's denn eigentlich gerade mit der Sattheit aus? Passt noch. Energie. Treues Pferd, komm her. Schleich dich nicht so an.
Was war das denn? Boah. Also, irgendwie gehen die Füße mit uns durch. Chup, chup, chup. Hier ist aber nicht noch ein anderer Ort, oder? Den wir noch besuchen müssen. Bloß da unten, der. Aktuell ja. Wie die Mähne des Pferdes da herumgeschleudert wird. Ich schaue sich jetzt aber hier nochmal nach. Die Herkunft bei E? In Dahlenberg, oder wie? Nee, B. Dahlenberger Steinbruch. Da kommt er her. Da kennt man sich mit dem Gestein aus. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal runter ins Dorf. Und dann sehe ich mal zu, dass wir uns hier pennen legen. Unsere Füße wieder auskurieren. Ich hoffe, das wird wieder. Und ich muss bei nächster Gelegenheit Vorsicht tun, zusehen, mehr Verbände mitzunehmen. 6 waren jetzt gar nicht so verkehrt. Die Blutung war jetzt nicht so groß, aber es könnte schlimmer kommen. Und da müssen wir gewappnet sein. Ich kotze ab. Njom. Ich denke mal, nach dieser Folge werde ich erstmal die Aufnahmesession wieder beenden. Geht schon wieder gute 3,5 Stunden. Wie man hier einfach die Zeit vergessen kann. Es gibt so viel zu tun und dann kann man sich auch noch so viele Füße brechen. Und auf andere Sachen achten. Da muss man so viele Aufgaben erledigen. Aufpassen, was man tut und sagt. Und vielleicht auch macht. Aber dafür macht das Spiel so viel Spaß. Oder genau deswegen. Was war das? Wir. Totengräber. Dein Gesicht sieht aber noch ungeladen aus. Gucken, ob das noch wird. Ah. Beste Grüße. Jetzt auch, jetzt wo dein Gesicht etwas unentstellter aussieht. Hier, guck mal da, Dämonenschädel. Ich habe diesen Schädel gefunden. Es heißt, er gehörte einem Dämon, aber ich bin mir da unsicher. Sieht jedenfalls so aus. Die Hörner und alles. Zeig her. Da hat wer ein Geweih an einem Menschenschädel befestigt. Das ist kein Dämon, sondern ein schlechter Scherz. Sah auch schon komisch aus. Jemand muss ihn absichtlich dort abgelegt haben. Jemand, der wusste, dass man dort graben würde. Und er hat sich viel Mühe gegeben. Die Hörner sitzen felsenfest, obwohl das Teil im Wasser lag. Wer das getan hat, war ein geschickter Mistkerl, sag ich dir. Ein Handwerker. Gespeichert. Schiel bitte nicht so. Das sieht unheimlich aus. Frage den Gerüstbauer Leschek, ob er den Schädel am Fundort platziert hat. Hast du was verloren? Nein, ich habe was gefunden, und zwar einen Schädel eines Dämon. Wobei, es ist ein einfacher Menschenschädel mit einem Geweih drin. Habe ich mir sagen lassen. Auf unser Pferd hat noch alle Hufe ganz und kann noch lang genug rennen. Wir sind gerade sehr darauf angewiesen. Müdigkeit geht noch. Sattheit sowieso. Wir dürfen halt bloß nicht zu viel bzw. zu wenig im Magen haben. Zwecks gesunder Ernährung, klar. Wobei Schlaf gehört auch zu gesunder Ernährung. Wenig Schlaf heißt Verdauung. Die beiden Lungen immer noch da. Wir haben immer noch nichts für die. Die Größe haben wir auch noch nicht ausgerichtet. Von Theresa. Bei Theresa müssen wir sowieso noch vorbeischauen. Hoppeldi-hopp. 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 So, mal gucken, was er dazu zu sagen hat. Meh. Oh, was hat denn der für Schickes? Moment. Nicht schlecht. Was ist denn? Was ist denn hier los? Boah, ich werde so geschubst. Was ist denn hier los? Hey, hört auf. Hier fliegen aber Späne. Ach, steht er jetzt davor? Einfacher Steinmetz.
nicht gemerkt, wie er aussah. Ja. Also vorhin war er da hinten, aber... Komm ich die Steinmetze am Holz. Wo ist Lech erkennen? Beste Grüße. Hast du den Unfall gesehen, der hier geschehen ist? Ich hab nichts gesehen. Ich war unten, hörte ein Poltern und Schreie. Dann lief ich hoch und half ihn wegzutragen. Ist dir irgendetwas Seltsames aufgefallen? Wohl kaum. Von überall kamen Leute angerannt, um zu sehen, was passiert war. Nicht mal ein Metzger mit bluttriefendem Beil hätte da Aufmerksamkeit erregt. Mhm. Ja, wo ist er denn? Kann man hier was mitnehmen? Nein. Wo hat er sich versteckt? Hm. Vielleicht sitzt der unten. Nö. Hier wird bloß das Gebiet angezeigt, ne? Hm. Versteckt sich doch irgendwo. Der weiß, dass wir auf der Spur sind, jetzt verkriecht er sich in irgendeinem Loch. Wahrscheinlich unten am Kreuz. Das Kreuz hatte den Schädel her. Ich hab scharf kombiniert. Nee? Okay. Dann halt nicht. Hm. Ich hatte eine Idee. Hat sich leider nicht bestätigt. Zu viele Brennnesseln. Wo ist der denn hin? Ah, hier sieht es immer seltsam aus, wenn wir da lang gehen. Hier hoch? Ja, hier konnte man, aber hier ist niemand. Hier war Zug, genau. Da geht es ja eh rein zu dem Gesang. Hat er sich als Steinmetz verkleidet? Ich habe mir auch sein Gesicht null gemerkt, muss ich zugeben. Was mit ihm hier? Hier wären wir jetzt wieder außerhalb. Jetzt habe ich die Hinweise gefunden und den Schädel, jetzt ist der Leschek weg. Frag die alle mal an, vielleicht stimmt der Name bloß gerade nicht. Steinmetz meine ich damit. Beste Grüße. Der wird uns bestimmt auch nichts Besseres erzählen. Den haben wir ja schon. Wo sind die jetzt alle hin? Sind wir zur falschen Uhrzeit hier? Kommt der Funken auf? Ja, cool. Ich glaube, wir sind zur falschen Uhrzeit hier. Wobei, dann wäre das Symbol gar nicht da. Hast du Leschek gesehen? Der mit seiner Haltung wieder. In der Ecke kauert er auch nicht. Vielleicht hockt er in der Truhe. Könnte sein. Dann gehen wir noch einmal hier runter und dann ja, müssen wir uns einfach zu einer anderen Uhrzeit hierhin begeben. Womöglich hat er einfach schon Feierabend. Aber eigentlich dürfte dann einfach das Symbol nicht mehr angezeigt werden. So würde ich es ja einfach mal annehmen. Hier hat er gebuddelt. Ganz, ganz klar. Hockt er vielleicht... Ne, hier ist wieder außerhalb. Hätte gedacht, er hockt hier irgendwo am... Hang, aber auch nicht. Dann gucke ich einmal noch hier hoch und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal pennen. Vielleicht kommt er wirklich zu einer anderen Uhrzeit wieder. Und wir müssen ja sowieso schlafen und uns auskurieren. Und überhaupt Energie tanken. Vorher noch was essen, glaube ich, jetzt weniger. Ich falle hier hoffentlich nicht runter. Aber ich gucke nochmal.
Also hier oben ist er auch nicht. Untersuchen? Hier ist noch mehr von dem Gestein. Hoffentlich fällt der Rest nicht auch jemandem auf den Kopf. Oh, schon sehr gewagt hier oben. Ich gehe lieber den sicheren Weg. Ich habe nicht mehr Verbände. Ich bin auf Sicherheit angewiesen. Leiter, komm her. Na. Ah. Da war's wieder. So. Jetzt schön festhalten. Da geht's noch höher. Nein. Gut, dann erstmal weg. Hier ist ja ein unheimlicher Ort. Ganz unheimlich. Könnte fast schon sagen, unheimlich. Ah, die scheinen alle Feierabend zu machen. Schaut uns bloß nach. Ne, da hinten ist noch einer. Ah, was war das? Was macht ihr für Spielchen? Hier sind lustige Leute hier. Ein Schnuppermann. Dann kommen wir zu einer anderen Uhrzeit wieder und wir gehen jetzt pennen. Wir schnappen uns ein Zimmer. Hoffentlich sind wir dann gut auskuriert. Ach ja, Johanka, da war ja auch noch was. Dörfleisch geben wir auf jeden Fall nicht. Das brauchen wir selbst, wenn wir unterwegs sind. Am ehesten kaufen wir noch welches, also Fleisch. Den Leuten beim Gesundwerden helfen, beim Verarzten, beim Behandeln. Oh, das kann auch was werden. Dann machen wir vielleicht was schief. Machen wir vielleicht was falsch. Aber das sehen wir wann anders. Jetzt ist es nicht zu spät. Jetzt werde ich noch ein Zimmer bekommen, nehme ich ganz stark an. Nicht die Hufe brechen. Super. Fritz und Matthäus auch nicht umrennen. Tür ist noch offen. Sieht ja alles gut aus. Sattheit bei 81, da essen wir mal noch nix. Am Ende versauen wir uns die gesunde Ernährung. Burger. Tag. Hast ein Bett für uns? Guten Tag. Nein, Bett. Wie kann ich helfen? Fragen die nach was zu essen. Könnte ich hier irgendwo schlafen? Ja, hier ist noch was frei. Nein, Glück. Für wie lange? Eine Nacht. Nur die eine Nacht. Gut. Bezahlung im Voraus. Gibt bestimmt Mengenrabatt bei mehreren Nächten, oder? Ich glaube schon. Das ist ziemlich viel. Können wir verhandeln? Ist eh nicht so viel drin, aber hey. Kleinvieh macht ja bekanntlich auch Mist und so auch hier. Weil du es bist. Weil du es bist, nur 1,7 statt gewollten 2. Es muss schon mehr sein, um mich zu überzeugen. Na, 1,9 und Geduld? Halb. Na dann, 0,1 gespart. Yay! Mir wird's hier gefallen. Ist wie auf einer Wolke zu schlafen. Dann lass mich raten, mittleres Zimmer. Wo kann ich schlafen? Im oberen Stockwerk des Gasthauses. Die Treppe ist draußen. Deine Kammer ist die mittlere. Dachte ich mir schon. Na gut, dann gute Nacht. Wir müssen viel schlafen, weil... Zwei bös verletzte Füße. Pferd, du bleibst hier, ja? Pebbles. Schön hier bleiben. Am Ende falle ich hier noch runter. Das wäre es jetzt noch gewesen. Aber ich habe es fast geschafft. Wir sind gleich im Bett hier. Wunderbar. Dann wird mal 12 Stunden lang gepennt. Wir haben es uns bitter verdient. Gucken, was Theresa sagen wird, wenn wir so lange nicht da waren. Vielleicht straft sie uns wieder mit, ach, wann anders oder so. Aber das können wir jetzt auch nicht ändern. Das werden wir einfach sehen. Gesundheit wieder 100, Energie voll, Sattheit, ja, wir sind nicht ganz so satt. In aller Frühe aufstehen, 9 Stunden. Das passt und dann sage ich... Bis zum nächsten Mal. Schlaft gut, macht's gut und ciao, tschüss.